Heute habe ich ein paar Tipps für euch, was man bei akuten Rückenschmerzen machen kann. Tipp Nummer 1. Leichte Bewegung. Spaziergänge zum Beispiel helfen, die verspannte Muskulatur zu lockern und den Schmerz zu lindern. Jedoch sollte man auf abrupte Bewegungen unbedingt verzichten. Außerdem können sanfte Übungen wie zum Beispiel beim Tai Chi, Qigong oder Yoga helfen. Es ist außerdem empfehlenswert, einen Gesundheitskurs zu besuchen, denn da kann man lernen, wie man seinen Rücken stärken kann. Tipp 2. Wärme. Rückenschmerzen entstehen häufig durch die Verspannung der Muskulatur. Und Wärme kann eben genau diese Verspannung auflockern. Warme Kleidung versteht sich daher von selbst. Es kann aber auch eine Wärmflasche helfen, ein Heizkissen oder ein Körnerkissen aus der Mikrowelle. Wer das nicht hat, der kann sich auch in der Apotheke ein Wärmepflaster zulegen. Tipp Nummer 3. Entspannung. Entspannung kann leichte bis mittelschwere Rückenschmerzen lindern, da sie die Muskelverspannung auflöst. Hier geht es vor allem um die progressive Muskelentspannung. Diese Übung wird vornehmlich im Liegen oder in einem bequemen Sessel ausgeführt. Und dabei arbeitet man eine Muskelgruppe nach der anderen ab. Hierbei spannt man die betroffene Muskelgruppe bewusst für einige Sekunden an und lässt sie dann wieder los. Bei dieser Übung ist es wirklich wichtig, aufmerksam in die angespannte Muskelgruppe reinzugehen und da bewusst die Anspannung, aber auch die Entspannung zu fühlen. Aber natürlich kann auch autogenes Training zur Entspannung der Muskulatur helfen. Also, wie ihr es gerade gehört, Entspannung heißt nicht zwingend Bettruhe. Tipp Nummer 4, die Stufenlagerung. Die hilft zur Entlastung der Wirbelsäule, besonders bei Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Hierzu legen wir uns flach auf den Boden, am besten auf eine Matte oder einen Teppich. Auf einer Kiste, einem Sessel oder einem Stuhl legen wir jetzt unsere Unterschenkel im rechten Winkel zu den Oberschenkeln ab. Tipp Nummer 5. Schmerzstillende Medikamente. Da sind die gängigsten Mittel Ibuprofen und Diclofenac. Wenn die Schmerzen dann endlich nachlassen, bitte nicht liegen bleiben, sondern, wie in Tipp 1, die Chance zur leichten Bewegung nutzen. Aber Achtung, Schmerzmittel sind keine Dauerlösung, also bitte nicht länger als 3 Tage einnehmen. Halten Schmerzen länger als 3 Tage an, dann bitte sofort zum Arzt gehen. Sofort zum Arzt gehen sollte man bei folgenden alarmierenden Zeichen. Starker Kreuz- und Beinschmerz, der mit Lähmungserscheinungen im Unterleib und an den Beinen verbunden ist. Kontrollverlust über Blase und Darm und Taubheitsgefühle an den Innenseiten der Oberschenkel.